Hallo, meine liebe Waage, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön, seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, liebe Waage. Liebe Waage, heute schauen wir uns die Karten an für den Rest des Monats, also für den Monat September. Wir schauen uns ein bisschen deine Hauptenergien an, was auf dich zukommen könnte, der Rat der Karten. Und wie immer, was liegt im Schatten und ja, ist dir nicht bewusst und solltest du vielleicht genauer hinschauen. Liebe Waage, bitte behalte im Kopf, das ist eine allgemeine Legung. Also denk dran, nicht jeder Mensch mit dem Sternzeichen Waage hat das gleiche Leben. Also ich staune immer wieder, wie Menschen das Gefühl haben, dass irgendwie das Sternzeichen alles ist. Ist es nicht, denk dran. Nicht jede Botschaft wird für dich sein. Das heißt, es kann sein, dass nur eine Botschaft für dich ist, vielleicht auch mehrere. Also du entscheidest, was du annimmst und was nicht. Lass dich von deiner inneren Stimme führen. Sie sagt dir ganz genau, was du hören musst. Und oft ist es wirklich so, die Botschaft, die dich am meisten triggert, da ist etwas Wichtiges zu hören. Da kann ein Spiegel sein, muss aber nicht. Ja, liebe Waage, alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch die Verlinkung zu meinen anderen Social-Media-Kanälen. Darfst du gerne mal reinschauen, mir auch da folgen. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch an. Liebe Waage, was musst du wissen? September. Gleich zwei Karten. Der spirituelle Lehrer und Bote des Handelns. Schauen wir mal. Zeit alleine zu verbringen führt zu wunderbaren Resultaten. Benutze diese Momente des Alleinseins, um dich auf Liebe und Möglichkeiten zu fokussieren, wie du den Menschen in deiner Umgebung etwas geben kannst. Lass dein Licht hell erstrahlen, auf das andere es dir gleich tun mögen. Suche dir deinen eigenen spirituellen Mentor, wenn du das Gefühl hast, dein Leben sei in diesem Moment unerfüllt. Ich nehme wahr, dass bei einigen, vor allem wenn du das Gefühl hast, du bist so ein bisschen auf der Suche nach deinem Weg, nach deinem Sinn, nach einem Ziel, dass dir vielleicht, dass du in der Spiritualität eine Antwort finden kannst. Das kann, schau dir mal verschiedene Themen an, was dich interessiert, sei das Human Design, Astrologie, Gene Keys, was auch immer, vielleicht Handlesen, Face Reading. Vielleicht findest du dort eine Antwort. Bote des Handelns, etwas Neues und Aufregendes in Bezug auf Kreativität und Karriere weckt deine Aufmerksamkeit. Du hast das ausgeprägte Bedürfnis zu lernen. Du bist bereit, sofort damit anzufangen, wenn du dich vielleicht auch unsicher fühlst. Mach es trotzdem. Diese Karte repräsentiert jemanden in deinem Leben oder dich selbst, der kreativ, enthusiastisch und fasziniert vom Leben ist und alles ausprobieren möchte. Neue Dinge lernen, neue Fähigkeiten sich vielleicht aneignen, nehme ich hier wahr. Vielleicht eben so spirituelle Fähigkeiten. Natürlich nicht, will nicht auf alle zutreffen, aber ich sehe hier, neues Wissen erlangen wird sehr wichtig sein bis Ende Monat. Also beschäftige dich mal mit diesem Thema, wenn du wirklich merkst, dass du den Drang hast, neues Wissen zu erlangen. Das kann auch für dich selbst sein. Du musst ja nicht gleich mit dem beruflich etwas machen, aber für dich selbst, zum Beispiel im Bereich Psychologie, das kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Schauen wir mal, was ist dein Hauptthema, welches du fokussierst, liebe Waage, oder auflösen möchtest mit dem großen Arkana, Waage? Ja, hier liegt ein Neuanfang. Ich habe das Gefühl, dieses Wissen hier oder irgendetwas, ein Weg wird dir gezeigt und das ist, bringt dir den Neuanfang. Hier liegt ein Neuanfang, es kann in der Liebe sein, dass du dort vielleicht Antworten findest. Auf beruflicher Ebene möchte sich dir hier wirklich eine Leichtigkeit bieten. Also schau genau hin.
Hier könnte eventuell eine Chance deinen Weg kreuzen. Was musst du sonst noch wissen, liebe Waage? Ass der Schwerter, der Magier. Schon wieder der Neuanfang, der Narr. Und Ass der Kelche sogar. Hier könnte für einige, vor allem wenn du Single bist, ein Neuanfang in der Liebe kommen. Fünfter Kelche. Obwohl diese negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit liegen noch etwas da energetisch. Es kann sein, dass du ab und zu vielleicht etwas getriggert wirst, zurückblickst, sei es beruflich gesehen oder in der Liebe. Aber ich sehe hier eine große Chance kommt auf dich zu. Also wir haben hier den Magier, Ass der Schwerter, der Narr und Ass der Kelche. Du siehst starke Manifestationskraft. Beschäftige dich mal mit Manifestieren, Affirmationen. Und nicht oberflächliche Bitte. Mach Affirmationen, die aus dem Herzen herkommen, die dir Fülle bringen im Herzen, nicht Fülle vom Außen. Also ich weiß nicht, ein neues Auto bringt dir wahrscheinlich nicht so die Fülle im Herzen. Also du weißt, was ich meine. Klar ist es toll und macht einem Freude, aber ich rede von der inneren Fülle. Fokus auf das, was innen ist. Manifestation. Hier könnte eben eine Chance kommen, dass sich hier eine Tür öffnet. Der Magier steht auch ja für Fähigkeiten. Vielleicht Fähigkeiten erlangen. Und hier eine Information, vielleicht bekommst du eine Chance für Gespräche, falls irgendwo noch etwas offen ist, Kommunikation, Gespräche, reinen Tisch machen. Also alle Informationen, die du brauchst für diesen neuen Weg, wirst du bekommen. Und erst danach wird sich hier der neue Weg eröffnen. Hier kommt der neue Weg, der sich dir zeigt, nachdem du diese innere Klarheit hast. Und auf diesem Weg wirst du dem Ass der Kelche begegnen. Ass der Kelche, Chance für Liebe, für Fülle, für Erfolg. Aber ich sage es immer wieder, ich weiß, denk daran, Chancen musst du annehmen. Du kannst auch sagen, nein, will ich nicht und sie zieht an dir vorbei. Chancen musst du effektiv annehmen. Darum lass dir auch Zeit, dass du eine Klarheit bekommst, dass du manifestierst, dass du Affirmationen machst, das, was du wirklich möchtest, was dich bereichert, was dich erfüllt, was sind deine größten Visionen im Leben. Weil hier könnte sich eine Tür öffnen, sehe ich. Aber schauen wir mal genauer rein, warum der Magier. Warum der Magier? Wir haben die Herrscherin, vielleicht auch Thema Schwangerschaft, aber hier entsteht etwas. Die Herrscherin steht ja auch für Fortpflanzung, Fruchtbarkeit, dass etwas Neues entsteht im Leben. Es kann ein neues Projekt sein, eine neue Liebe und etwas, was so ein bisschen mit Passion verbunden ist, auch mit Leidenschaft. Ich nehme noch schnell die andere Karte, einen Moment rasch. Wir haben noch die Mäßigkeit, das heißt wirklich einen Weg finden, eine Balance finden, den Mittelweg anstreben. Also ich sehe hier, das Gleichgewicht kommt hier ganz klar. Warum Ass der Schwerter? Ja, hier kommt, könnte sogar eine Aussprache sein, muss nicht, kann. Das ist ein wichtiges Gespräch, habe ich das Gefühl, eine wichtige Klarheit, die hier kommen möchte, aber du hast ein bisschen Angst davor. Vielleicht hast du Angst vor Antworten, Angst vor der Wahrheit, nehme ich wahr. Aber es muss so sein, weil erst durch diese Klarheit kannst du eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung bezüglich Liebe und Glück, sehe ich hier. Also wenn du eine Chance hast für Gespräche oder für eine Klarheit, sieh hin, schau nicht weg. Oder das Universum bringt uns Chancen, Klarheit, aber wir schauen manchmal weg. Warum der Narr? Warum der Narr?
Ritter der Stäbe und Bube der Schwerter. Hier wirklich heißblütig vorangehen. Es könnte sein, dass hier jemand auf dich zukommt. Ich sehe hier eben ganz stark Stierenergie, Wasserenergie, Feuerenergie, sehe ich hier ganz stark präsent. Kann aber auch sein, dass du für diesen Neuanfang, sind wir wieder beim Wissen, irgendein Wissen erlangen musst. Vielleicht persönlich oder dass dir irgendetwas klar wird. Vielleicht fällt dir plötzlich ein Glaubenssatz auf oder eine Gewohnheit, die dir nie aufgefallen ist oder berufliches Wissen. Irgendein oder eine Information könnte es auch sein. Eine Information, eine Nachricht ist sehr wichtig für diesen Neuanfang. Aber dieser Neuanfang kommt, ich habe das Gefühl, es könnte so ein bisschen Stop and Go sein. Es könnte sein, dass dieser Neuanfang, dass du vielleicht wie 5 Schritte nach vorne gehst und plötzlich kommt so wie ein kleiner Stillstand, Verschnaufpause und dann geht es wieder los. Lass dich davon nicht irritieren. Ich habe das Gefühl, das muss so sein. Warum Ass der Kelch? Warum diese Chance für Fülle und Glück? Ui, die Liebenden und Bube der Stäbe. Über den Schatten springen, Klarheit erlangen und Entscheidungen aus dem Herzen treffen. Wenn du das tust, kommt hier eine Chance für Liebe oder Erfolg. Könnte ein jüngeres Feuerzeichen sein oder Zwillingenergie, nehme ich auch wahr. Aber hier kommt diese Klarheit, was dein Herz wirklich möchte und welche Komfortzone lässt dich noch daran hindern, das zu erreichen. Wo sind die Hindernisse? Welche Hindernisse musst du eben noch auflösen? Schauen wir mal, was ist denn der Rat der Karten? Was ist der Rat? Der Rat, König der Stäbe und Ritter der Schwerter. Triff Entscheidungen, geh vorwärts, lass los, was nicht zu deinem Weg gehört. Weil der Ritter der Schwerter, der lässt los, der nimmt nicht Altlasten mit, weil er unsicher ist. Geh vorwärts, triff Entscheidungen, lass los, falls Thema Selbstständigkeit ein Thema ist, dann absolut ja. König der Stäbe, werde aber nicht wie ein Ping-Pong, das heißt also nicht ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen so, ein bisschen so. Achtung, sonst könntest du dich etwas verlieren, sehe ich hier, auch in der Liebe. Behalte ein bisschen eine Struktur bei. Also nicht ungeduldig werden, aber voranschreiten mit, also erst wenn du diese Klarheit hast, habe ich das Gefühl, also erzwinge diese Klarheit nicht, ganz wichtig. Und dann, wenn du diese Klarheit hast, wenn dir bewusst ist, was du möchtest, wie die Antwort aussieht, dann bleib dem treu. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass man seinen Bedürfnissen nicht treu bleibt. Und tu das. Und lass los, was nicht dazu passt. Was für ein Schatten begleitet dich? 3 der Kelche, vielleicht, ich weiß nicht, das Gericht. 3 der Kelche, 9 der Stäbe und die Welt. Angst vor Erfolg nehme ich wahr. Kann das sein? Ist dir unbewusst eine Angst vor Erfolg, vor dem gesehen werden, Angst vor sich zeigen, sich der Welt zeigen, seine Fähigkeiten zeigen, Angst vor dem, sich die Maske ablegen, sein wahres Ich zu zeigen. Bei einigen nehme ich auch Dreiecksgeschichte wahr, Angst, dass das gesehen wird. Also das ist jetzt wirklich nur für wenige. Hier liegt irgendeine Zurückhaltung, eine Angst, was das große Ganze betrifft. Das ist dir aber vielleicht nicht so bewusst, vielleicht beschäftigst du dich zu wenig damit. Auch eine emotionale Unsicherheit, so ein bisschen Abstand, Angst, sich fallen zu lassen, vielleicht auch Angst, sich zu verlieben. Obwohl man Liebe möchte, ist da gleichzeitig eine tiefe Angst. Vielleicht auch Angst, sich zu verlieren. Ja, nimm das, was zu dir gehört. Reflektiere, schau das genau an. Was willst du nicht sehen?
und sollte vielleicht gehört, gefühlt und gesehen werden, damit es eben hervorkommen kann oder eben aufgelöst werden kann. Ja, meine liebe Waage, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen, lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.